Nur einen Steinwurf entfernt haben sich die Fahrer noch viel teurerer Gefährte niedergelassen. Die German Rednecks lieben ihre Pickup-Trucks und echt amerikanisches Barbecue. Das mit Frühstück haben wir komplett verplant. Das Gute ist, wir haben nur einen Smoker dabei. Ja, das braucht dementsprechend 4-5 Stunden. Also gibt es halt Frühstück, dann gleichzeitig das Abendessen wahrscheinlich. Ja, müssen das dann halt dementsprechend mit Bier überbrücken. Und ja, aber es gibt Schlimmeres, oder? Gehört aber zum Smoken irgendwie dazu, dass man währenddessen trinkt, ne? Der große Smoker-Grill gehört für die Jungs einfach zum Südstaaten-Lifestyle dazu. Es dauert halt nur ca. 3 Stunden für die Hähnchen. Und ja, die Rippchen brauchen ja, ca. 5-6 Stunden, der Bauch auch. Ja, dauert ein bisschen. Dafür wird das Fleisch besonders zart. Hoffentlich. Auch das Wochenende der 4 Rednecks auf dem Campingplatz in Naumburg ist noch nicht zu Ende. Das Abendessen im Smoker braucht auch noch ein bisschen. Zeit für ein kleines Zwischenfazit von Anthony und Pascal. Ich glaube, das war das geilste Wochenende überhaupt. Ohne Scheiß, ne? Ich habe selten so gelacht. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Also 100% anders habe ich mir das vorgestellt. Also ich habe mir die Leute auf dem Campingplatz irgendwie viel spießiger vorgestellt, keine Ahnung. Ist vielleicht auch so ein Vorurteil, aber komplett genommen. Ich glaube, das ist das gleiche Vorurteil, was die von solchen Leuten wie uns haben. Ja. Von wegen, dass wir alles Assis sind und wir sind es halt dann doch nicht. Ganz schön. Alle Vorurteile weggewischt? Dann wird jetzt endlich aufgetischt. Ach du Scheiße. Ja. Was ist das da drüben? Sind das Zwiebeln oder was? Nee, Schwarte. Schwarte? Zwiebeln. Alter, sieht doch geil aus. Jo. Ja, wollen wir probieren, oder? Auf den letzten Abend, oder? Dann, Jungs und Buddy. Zartes Fleisch für harte Jungs. Cheers, auf euch, auf Cheers. Den Abend. Na? Der Lagerfeuerromantik setzt Birk noch den Cowboyhut auf. Dem Zimmermann fehlt ein Stück seines rechten Daumens. Im Rest hat er kaum Gefühl. Tada! Aber bitte nicht zu Hause nachmachen.